Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu diesem Quickshot. Heute halten wir hoffentlich die Kontrolle in Control. Ein kleines Spielchen, ja Dennis hat wohl die Kontrolle, kleines Spielchen von Keymaster Games, die man vielleicht von dem eher unbekannten Spiel Parks kennt. Genau. Aber apropos Kontrolle, zeig uns mal die Regeln. Okay. Mischt das komplette Deck, bei zwei Spielern bekommt jeder eins, ansonsten habt ihr ein komplettes Deck hier und teilt jedem Spieler vier Karten aus und dann kann es losgehen. In der ersten Runde zieht man keine Karte, aber ansonsten, immer wenn die Runde beginnt, zieht man eine Karte. Ansonsten hat man eine dieser Möglichkeiten, die man spielen kann. Ich könnte jetzt eine weitere Karte ziehen, ich kann eine von diesen beiden Karten spielen, also Silber oder Gold, oder ich kann eine discarden, also abwerfen, um den Effekt zu triggern, oder ich kann eine Karte diffusen. Das bedeutet, wenn ein Spieler jetzt hier eine 7 hat, dann kann ich mit der 7 seine Karte hier zerstören, also die muss den gleichen Wert haben oder höher sein, dann zerstöre ich beide Karten und sie kommen aus dem Spiel, beziehungsweise werden dann später wieder gemischt. Der Sinn des Ganzen ist, habe ich nämlich 21 oder mehr Punkte, sobald mein Zug beginnt, also liegt das hier zum Beispiel aus, und ich würde mit dieser Karte jetzt über 21 kommen, mein Zug beginnt, zack, hätte ich das Spiel gewonnen. Ja, ansonsten, wie sieht so ein Ausspielen eigentlich aus? Die silbernen Karten legt man immer aus und man löst den Effekt aus. Bei den goldenen Karten muss man sich entscheiden, ob man die Zahlen nutzt, das heißt, ich lege sie hin, oder ob ich den Effekt nutze, die weitaus stärker sind, und dann muss ich sie aber abwerfen. So, jetzt hier habe ich zum Beispiel, ich darf jetzt eine weitere Karte aus meiner Hand spielen, die drei oder weniger zeigt. Das heißt, ich könnte die 2 spielen und könnte jetzt sogar nochmal eine Karte entfernen, um nochmal eine Ability von einer anderen Karte zu nutzen oder zu diffusen. Das heißt, ich könnte jetzt diese hier nutzen, um nochmal eine 2 zu spielen und so weiter und so fort. Ja, das Spiel geht dann, wie gesagt, so lange, bis einer in seinem Zug seine 21 hat. Klein Spiel für die Hemdentasche. Ja. Also eigentlich müsste ich hier jetzt im Hemd sitzen und das Spiel wieder, wie schon so oft, in meiner Hemdentasche verstauen. Ja, wir haben hier ein wunderschönes Zeitreisethema, das aber eigentlich nicht so wirklich rauskommt. Aber es geht darum, dass wir eine Zeitmaschine mit Fuel Cells, glaube ich, befüllen müssen. Das heißt, die Zahl 21 erreichen. Und dann können wir mit der Zeitmaschine sozusagen wegfliegen und die anderen bleiben halt darauf sitzen. Wäre es nicht richtig nerdig, wenn man 42 genommen hätte? Ja, wahrscheinlich, ja. Naja. Ja, die Zahlenwerte von 1 bis 10 mit entsprechender Effektmöglichkeiten auch. Ja. Und man hat natürlich immer den Twist, je höher die Karte ist, desto besser ist auch der Effekt. Ja. Und man möchte eigentlich am liebsten beides, die Karte ausspielen für die Punkte oder eben den Effekt und eben den Effekt nutzen. Das geht nicht. Twist. Richtig. Ich meine, das Coole ist, dass die blauen Karten, man spielt die immer aus und hat dann den Effekt, der halt normal ist, ne? Und die anderen muss man sich echt überlegen, spiele ich es jetzt oder nicht, ne? Und dann muss man halt auch überschauen, klar, wenn der andere jetzt hohe Zahlen legt, dann braucht er nur noch die 8 oder so legen, dann muss man natürlich gucken, dass man die sogar entschärft, ja, dass man die Chance hat, da vielleicht nochmal einen Zug zu machen. Und wir hatten, glaube ich, 2 oder 3 Partien hintereinander und jede war unterschiedlich. Ja. Die eine ging relativ schnell, die andere hat sich dann ziemlich lang gezogen, nicht negativ. Ja. War irgendwie ganz cool. Und als ich das erste Mal das Spiel simuliert habe, dann war das so, weiß nicht, und dann haben wir das gespielt gedacht, okay, das ist irgendwie doch nicht so schlecht. Ja, und also direkt die nächste Partie. Und 5 bis 10 nächste Minuten. Ja, es ist, man kann es auch in Teams spielen, ja, das ist dann halt 2 gegen 2, das heißt immer abwechseln natürlich, und dann versucht man halt die Punkte zusammen zu generieren, dem anderen so ein bisschen zu unterstützen. Trotzdem spielt jeder auf die 21. Richtig. Gefährlich wird es wahrscheinlich eher mit 3 Spielern, weil man hat dann doch so ein bisschen diesen Munchkin-Effekt, ja, weil man dann immer gegen einen geht oder gehen könnte, sagen wir es mal so. Ja, und wenn ihr mit uns 2 spielt und ihr schickt euch an, das Spiel für euch zu entscheiden und ich mache nichts dagegen, dann hat quasi Dennis in der Hand, ob er nun zulässt, dass ihr gewinnt oder nicht. Ja. Und genau dieses Aufschwingen und gegenseitig das auszunutzen, vielleicht bin ich auch selber in der Lage, 21 zu machen. Du entscheidest dann letztendlich, wer von uns gewinnt. Ob ihr gewinnt oder ob ich gewinne. Und das gefällt mir tatsächlich nicht, deswegen würde ich es lieber in Teams spielen oder eben zu zweit.
was man auch gemerkt hat, oder wenn man es weiß, das ist die Second Edition, die sie gemacht haben. In der ersten hat man nicht am Anfang eine Karte gezogen. Das macht man jetzt quasi jede Runde. Das beschleunigt das Ganze natürlich. Ja. Und den Zweispieler-Modus haben sie so gemacht, dass man jeder zwei Stapel hat und dadurch halt jeder gewisse Planungsmöglichkeit hat, dass er weiß, okay, die Karten, die da drin sind, kommen auch wieder bei mir vor. Wenn man alles in ein Deck macht. Ja. Ja. Beziehungsweise was raus ist, ist raus. Ja. Man kann da im Prinzip mit planen, das macht das Ganze ein bisschen besser. Ja. Und ja, es hat uns überrascht und waren coole Partien, die wir da gemeinsam hatten und deswegen durchaus eine Empfehlung, wer sowas Kleines für die Hemdentasche sucht, was eben doch ein bisschen anders ist. Ja. Leider nicht auf Deutsch erhältlich, man muss ein bisschen gucken, wie man da drankommt. Ja. Aber wenn ihr die Chance habt, schaut es euch mal an. Genau. In diesem Sinne freuen wir uns über einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und lasst natürlich auch gerne ein Abo da. Dann verpasst ihr auch den nächsten Quickshot nicht und bis dahin schauen wir, ob das wir alles unter Kontrolle haben. Ja. 21! Oh Mann, oh.